Tag und herzlich willkommen zu Random Game Facts Folge 155. Wir beginnen mit Werbung, aber nicht hier in dem Video, sondern in dem Videospiel. Das Spiel Tom Clancy's Rainbow Six Vegas, das Produkt Axe Duschgel. Wenn ihr nämlich in der Fremont Street Mission zum Capone Casino geht und da auf der linken Seite des Eingangs mal ein bisschen rumstöbert, findet ihr eine Axe Duschgel Flasche. Solltet ihr auf die schießen, dann beginnt in der oberen linken Ecke eures Spielbildschirms das Blooper Reel zu Rainbow Six Vegas, natürlich sponsored by Axe. Wie man jetzt auf die Idee kommt, Deo bzw. Duschgel und ein taktischer Shooter würden irgendwie eine geile Kombination abgeben, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht stammt die Aktion noch aus Zeiten, wo RTL über die Gamescom gelaufen ist und gesagt hätte, Gamer würden stinken. Kleiner random Frodo-Fact mittendrin. Meine Mutter war unter anderem Deutschlehrerin und deswegen gibt's jetzt Deutschstunde mit Frodo. Heute das Wort Onomatopoesie. Ganz simpel erklärt ist Onomatopoesie Lautmalerei. Also Worte wie die Interjektion Mu oder das Wort Krachen, also Worte, die beim Aussprechen schon das darstellen, was sie dann auch beschreiben, sind onomatopoetisch. Und mit dem Wissen geht's jetzt in Final Fantasy VI. Dort findet ihr nämlich im Spielverlauf irgendwann das wilde Kind Gao. Und der Name Gao ist zumindest im Japanischen onomatopoetisch und ein kleines Wortspiel. Denn GAO, also Gao im Japanischen, ist das Wort, was machen, wenn sie dich anknurren. Der Witz daran also, wenn ihr dieses wilde Kind nach seinem Namen fragt, sagt er euch zwar, hey, ich heiße Gao, aber theoretisch knurrt er euch auch an. Zumindest, bis ihr ihn dann im Spiel irgendwann anders nennt, dann sagt er euch halt seinen richtigen Namen. Der Witz ist leider nicht ins Englische übersetzbar, dementsprechend kriegt ihr, egal wie Gao nun am Ende heißt, also wie ihr ihn benennt, immer die gleiche Antwort, wenn ihr ihn ansprecht, nämlich Roar. Egal wie viel Ärger Bethesda gerade wegen Fallout 76 kriegt, eins muss man ihnen zugute halten, zumindest was das Thema LGBTQ angeht, sind sie ganz vorne mit dabei. In The Elder Scrolls 5, also Skyrim, gibt's ja alle möglichen mystischen Sachen. Da gibt's Drachen und Leute, die kriegen Pfeile ins Knie und leben trotzdem weiter. Und dann gibt's die Kollegen hier, die Draugr. Was ihr eventuell noch nicht wusstet, das Aussehen der Draugr wird komplett zufällig generiert. Das heißt, es kann auch mal einen weiblichen Körper mit einem Bart geben. Das gibt's halt in Skyrim einfach. Das ist halt so, da macht man keinen großen Hehl drum. Hier einer für die Fans von Rock, Metal und Prügeleien. Es geht um die mittlerweile 20 Jahre alte Fighting Game Serie Guilty Gear, die ist nämlich voll mit Anspielungen auf bekannte Rock- und Metal-Bands. Da haben wir Kandidaten wie Zappa, also Frank Zappa, oder Axl Rose, der an Axl Rose angelehnt ist, oder auch so offensichtliche Namen wie Slayer, Slash und Nirvana. Aber eine Person aus dem Roster, bei der ist nicht ganz klar, dass es sich da wirklich um eine Band handelt. Die Rede ist von Jem Corradoberry. Und wenn wir das jetzt umdrehen, dann kommt da Corradoberry Jam draus. Und das macht jetzt ohne Erklärung auch nicht wirklich Sinn. Es handelt sich hierbei um Garaigo, also japanisch Worte, die ursprünglich aus einer anderen Sprache kommen, genauer gesagt um Wasaigo, also ein englisches Wort, was japanisiert wurde, also nippenized, also so ein Japano-Anglizismus. Noch genauer gesagt handelt es sich hierbei um eine schwedische Pop-Jazz-Band, die in Japan viel berühmter waren als in Schweden, mit dem wunderschönen Namen Cloudberry Jam. Und wenn man das japanifiziert, kommt da Corradoberry Jam raus, das umgedreht Jam Corradoberry. Und zum Schluss noch ein Fakt, der zeigt, die besten Geschichten schreibt immer noch das wahre Leben. Al Pacino, unter anderem bekannt für seine grandiose schauspielerische Leistung im Film Scarface, lieh sein Aussehen eben auch für die Adaption des Films, also die Videospieladaption Scarface, The World is Yours. Aber nur sein Aussehen, nicht seine Stimme. Warum? Weil über Jahre exzessiven Rauchens seine Stimme doch so ein bisschen gelitten hat und er nicht mehr so klang wie im Film. Was macht man als Entwicklerstudio also? Man castet einfach Leute, die eine richtig tolle Tony Montana Impression drauf haben. Aber fleißig wie Mr. Al Pacino nun mal ist, wollte am Spiel trotzdem so viel wie möglich teilhaben, also wollte er auch da im Entscheidungsprozess mit einberufen werden. Man hat ihm also die Top 3 Picks zugeschickt und gesagt, gut, dann such dir jetzt einen aus, wo du sagst, der klingt am ehesten wie Scarface. Hat er auch gemacht und wen hat er sich ausgesucht? André Sogliuzzo. Und hier kommt jetzt der lustige Part, wo sich dann die Schicksale wieder überschneiden, denn bereits 10 Jahre vor Release des Spiels haben Sogliuzzo und Pacino zusammengearbeitet, nämlich an Pacinos Doku Looking for Richard. Da hat Sogliuzzo eine kleine Rolle gespielt und war später dann auch Chauffeur von Pacino. Und da hat er nicht nur gelernt, seine Stimme zu imitieren, sondern komplett Charakterzüge dieses Mannes einfach für sich zu übernehmen. Und genau das hat ihn eben unter den ganzen anderen Tony Montana Impressions hervorstehen lassen. Er konnte auch offscript den Charakter perfekt nachahmen. Und das ist doch jetzt wirklich die beste Notlösung. Wenn man Al Pacino nicht kriegt, dann nimmt man eben den besten Scarface/Al Pacino Imitator. Checkt den übrigens ruhig mal auf Wikipedia aus. Ich habe euch das unten mal verlinkt. Der hat unglaublich viel in der Videospielbranche schon gesprochen. Wenn eine Random Game Facts 155, also ihr habt jetzt nicht wirklich geglaubt, dass ich das vorgelesen kriege. Oder wenn ihr jetzt noch Lust und oder Langeweile habt, dann klickt euch durch die anderen Videos entweder wie immer hier oben auf dem i oder noch wie immer rarer in der Endcard. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.